Was für ein Vieh ist denn das? No, no, don't touch me there. Is what I told my uncle, but he didn't seem to care. It's my secret little spot and I don't wanna share. Hi und willkommen zum Let's Play von Pokémon Schwert und Schild in Erweiterungspass der Rüstungsinsel. Ja, nachdem wir uns den guten Kerl hier hart erarbeitet haben, hoffe ich, dass wir jetzt nicht unser ganzes Team brauchen und dann bin ich am Arsch. Und gehen jetzt mal ins Master Dojo. Nach dem guten Cliffhanger. Hopp. Hey, Toni, willkommen zurück. Du scheinst bei deinem Training hier im Dojo ja richtig ranzuklotzen. Ach Gott, nee. Was machst du hier, Hopp? Hehe. Diese Reaktion gefällt mir, so kenne ich dich. Ich bin wegen Nachforschungen zum Dynamax-Phänomen für eine Weile auf der Rüstungsinsel. Hoho. Ihr zwei seid also befreundet? Dieser quirlige junge Mann hat mich gerade gefragt, ob er auf der Rüstungsinsel campen darf. Was ich natürlich prompt abgelehnt habe. Aha. Warum sollte er da draußen campen müssen, wenn er auch hier im Dojo übernachten kann? Gastfreundlich. Das wäre mir natürlich eine große Hilfe, aber ich will niemanden Umstände machen. Bei uns im Master Dojo ist jeder Mann jederzeit willkommen. Und als Delions kleiner Bruder gehörst du sowieso quasi zur Familie. Stimmt. Als er jünger war, hat Delion in diesem Dojo trainiert. Gut, sie haben es so gewollt. Dann werde ich doch eine Weile hierbleiben, Meister Maastricht. Oh, ich muss jetzt mal wieder ins Lesen reinkommen. Jawohl, ja. Das sind doch mal dufte Neuigkeiten. Je mehr hier los ist, desto lustiger wird es. Übrigens, Toni, ich wollte dir noch etwas zu Dakuma oder eher zu seiner Entwicklung Vulaozu erzählen. In diesem Pokémon schlummert das Potenzial zur Giga deiner Maximierung. Bei Dünnerpilzen rollen sich ihm allerdings vor Ekel die Zehennägel auf. Okay. Deswegen isst er keine Dünnersuppe. Aber wenn man die Dünnersuppe ein gewisses Etwas hinzufügt, das man hier auf der Rüstungsinsel finden kann, ändert sich das. Dieses gewisse Etwas. Was ist das? Es ist... Ich hab's vergessen. Was? Das gibt's doch nicht. Das macht dir sogar noch mehr Spaß als bei Delion. Dieses Etwas, das Valuse, die Suppe, die... Was? Was? Das war Vulaozu, die da Suppe schmackhaft machen würde, hat etwas mit einem bestimmten Pokémon zu tun. Wo Hopp schon mal da ist, könnt ihr euch auch zu zweit Gedanken machen und danach suchen. Also dann, haut rein, aber nicht zu doll. Läuft das Training hier immer so ab? Ich weiß zwar nicht ganz, worum es hier eigentlich geht, aber jetzt bin ich auch neugierig auf dieses gewisse Etwas. Übrigens habe ich in einem Buch mal über Vulaozu gelesen. Sie hören der Kategorie Konfu an und leben in den Bergen einer weit entfernten Region. Ach so. Ich dachte, du hast eins. Informierst du dich etwa nicht über deine eigenen Pokémon? Ich habe dieses Pokémon nie mein eigen genannt. Jedenfalls, wenn ich mich recht erinnere, mögen Pokémon zähflüssigen Honig. Toni! Ich hab's! Honig! Es gibt nicht ohne Pflanzen... Honig! Es ist nicht ohne Pflanzennektar, oder? Was? Gibt es nicht ohne Pflanzennektar, oder? Was? Und wo gibt es Pflanzen? Im Wald! Ich würde dir helfen. Schließlich hat es auch mit meiner Dynamax-Nachforschung zu tun. Los, machen wir ein Wettrennen zum Wald, hinter dem Sumpfgebiet. Der letzte ist ein Lamus. Ich hole mir meine Pokémon... Ja, dann hole ich mal meine Pokémon und wir sehen uns wieder. So, da sind wir wieder. Ich habe Pokémon in meinem Team gelassen, weil wir den wahrscheinlich brauchen, denke ich. Meine ich. Ihr wisst. Also haben wir es auf der Karte markiert. Es regnet. Ach, was ein Dreckswetter. Oh nein. Ach, wir müssen in den
Ach Gottchen. Aber wenigstens habe ich ein Pokémon, ein Kampf-Pokémon gegen alle normalen Pokémon, ne? Kleiner. Komm mit. Na! Lass mich in Ruhe. Schön, dass du ein Motorrad hast. Musst du aber nicht jedem mitteilen. Da. Hallo. Oh, gegen mein Mikrofon gekommen. Da bist du ja endlich, Toni. Ja, hallo, so lange hat es nicht gedauert, okay? Anders als im Würscheinwald. Wo? Es ist hier total schwül. Ich bin schon völlig verschwitzt. Sania und ich haben uns die Arbeit aufgeteilt. Sie stellt gerade Nachforschung in so einem kalten Schneegebiet an. Oh, das ist die andere Seite von der Rüstungsinsel. Ich wünschte, ich könnte ihr was an dieser Hitze abgeben. Ach Gottchen, mein Gott, jetzt meine Lesen gerade schlecht. Bei Warten auf dich habe ich übrigens den Focus Force etwas unter die Lupe genommen. Alter, ich war nicht so langsam. Das ist. Wie es scheint, leben hier Dresslela. Ich bin gut im Pokémon-Namen und Knapfe. Vielleicht geben sie uns ja was von dem Nektar aus ihren Blumen und Früchten ab. Ja, bestimmt. Die sind bestimmt voll dabei. Und vielleicht bekommen wir also den Honig, den Pokémon sagt. Bestimmt machen die das. Was muss ich jetzt machen? Was bist du denn, Süßes? Lil. Was bist du denn? Ah, ein Lilmilip. Ein was? Wenn sich Lilmilip entwickelt, werden sie zu Drillisla. Und sie suchen. Und die suchen wir. Minip. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Lilmilip. Oder? Sucht irgendwie, ne? Sieht traurig aus, es scheint jemanden zu suchen. Jetzt, wo du es sagst. Es ist noch klein. Vielleicht wurde es ja von seinen Eltern getrennt. Sag mal, ich kriege jetzt schon wieder ein drittes Pflanzen-Pokémon. Ah, Hopp bekommt Eis. Süß. Wow. Suchst du etwa nach deinen Eltern? Na toll. Jetzt scheint es nicht mehr von meiner Seite weichen zu wollen. Wir müssen ihm helfen, Toni. Beziehungsweise du musst uns helfen. Bitte finde Lilips Eltern, wenn du ein Drillisla siehst. Weiß ich, was für ein Vieh ist denn das? Bring es am besten her. Ich kann dir leider nicht bei der Suche helfen. Lil Minip ist so anhänglich, dass ich Angst hätte, unterwegs versehentlich auf es draufzutreten. Bruder, Alter, mach deine Augen auf beim Treten, der tritt so nicht drauf. Ja, aber ich würde sagen. Wir suchen nächstes Mal nach Lil Mini. Wo willst du hin? Hier hin. Ja, fein. Oh, schön. Bruder, du bist ein tolles Pokémon. Nach Lil Minips. Du Arsch, Alter. Lil Minips. Ich werde die ganze Zeit abgelenkt. Hier, ja, super. Eltern und ciao.